So, willkommen bei einer neuen Episode von MarkTV. Diesmal war mein Nachbar David so super nett und nimmt mich jetzt virtuelle Trainingslager von Fortnite mit. Hallo David. Hallo, grüß dich mal. Ja, wer es hier nicht kennt, 100 Leute, eine Insel, der Letzte, der überlebt, hat gewonnen. In diesem Fall machen wir hier nur zwei gegen die anderen Zweiergruppen. Und das fängt ja jetzt schon taktisch an. Wo springen wir ab? Und Genau, da also David hier den Lead geht und das natürlich mir erklärt, bestimmt er das natürlich. ja, ich versuche tatsächlich immer in den letzten 10 Sekunden abzuspringen, die wir jetzt auch erreicht haben. Das heißt, wir gehen jetzt raus und ich versuche mir tatsächlich immer ein Objekt zu suchen, Haus, ähnliches, was relativ nah an der Küste ist. Warum, erkläre ich gleich. Da habe ich was gefunden. Ich hoffe, du bist hinter mir und Jo. siehst, was ich, wohin ich fliege. Hier ist ein Haus. Jetzt ist der Winkel zu steil. Das heißt, ich musste jetzt auch schon meinen Fallschirm ziehen, um überhaupt noch auf dem Dach landen zu können. Warum auf dem Dach, erkläre ich gleich nochmal. Oder beziehungsweise ihr werdet es gleich sehen. Sieht Du hast doch ja nicht schon gut ein paar aus. Matches gewonnen, ne? Also ich Ich habe es tatsächlich schon geschafft, da als Letzter irgendwie zu überleben. Ist nicht ganz einfach. Ist auch mal ein bisschen Glück. Aber man kann auf jeden Fall das Risiko minimieren. So, warum seht ihr hier, wenn Ah, die ihr Kiste, auf ne? dem Dachboden landet, seht ihr die Kiste? Manchmal ist noch ein bisschen Munition dabei. Auf jeden Fall mit sehr nützlichen Items. Ich bin mal nach unten gegangen, habe die Waffe genommen. Ja. Wenn ihr ein Schild entdeckt, auf jeden Fall sofort benutzen. Ansonsten könnte es sein, dass er dem Gegner in die Hände fällt. Und das wollen wir nicht. Hier ist noch eine Waffe, nehmen die auch nochmal. Ich habe Jo. einen. Das Sturmgewehr. So, runter. Ich habe nichts gehört. Die Türen sind auch noch zu. Wenn die Türen geschlossen sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass keiner infiltriert hat. Das heißt, wir sind hier noch alleine. Dann gehen wir raus. Kurz links, rechts gucken. Rüber in diese alte Scheune. Hier gibt es auch noch was. Das kannst du auch noch mal nehmen. Schönes Sturmgewehr. Also gut. Dann seht ihr hier ein Autoreifen dienen als Sprungbrett. Wenn man es hinbekommt, kann man dann mit Ach, das ist Hilfe ja cool, ne? Dann guckt man da hoch. Ah, noch eine Kiste, krass. noch eine Kiste, zack. Hast du es geschafft, da Ich nehme mal hochzukommen? den Verband. Ja, du kannst diese Autoreifen als eine Art Trampolin sozusagen, Ja, so das merke ich. Sprungbrett. Geh mal ganz hinten auf die Kiste rauf. Ah, hab's. Soll ich das alles nehmen? Genau, und dann, ja, nimm mal alles, was da so rumfliegt. So, kurz mal ein Blick auf die Karte. Alles klar. Wir sind relativ nah der Safe Zone und bewegen uns jetzt mal Richtung Küste. Wo ist sie hier? Ich habe ja eben gelernt, dass man mit einem Tastendruck auf das mittlere Touchpad vom PS4-Pad halt die Waffen sieht und dort die Waffen auch droppen kann. Das ist natürlich ein super Hinweis, gerade im Multiplayer, ne? Weil sonst könnte ich dir jetzt ja Waffen abgeben. Das wusste ich vorher einfach nicht. Genau. Du siehst auch die Eigenschaften der Waffen, das heißt, Schussrate, der Damage, der auch total wichtig ist, der sich ja auch erhöhen kann mit einer besseren Munition. Genau, das siehst du alles da in diesem Menü, das ist eigentlich ganz gut. Okay, also am Anfang des Spiels ist natürlich Vorsicht geboten, weil die Gegnerzahl relativ hoch ist. Die dezimiert sich relativ schnell. Wir sind jetzt schon bei na, 67, gerade mal ein paar Minuten gespielt. So. So, wir rennen jetzt hier an der Küste lang und nicht direkt zum Kreismittelpunkt. Also ich bin immer so Genau. total hektisch und versuche immer direkt irgendwie in den Kreis reinzukommen, aber du machst es jetzt ja bewusst anscheinend anders. Genau. Ich mache es anders und zwar aus folgendem Grund. Du hast hier an der Küste nochmal so ein abfallendes Gelände. Das heißt, du hast hier nochmal zusätzliche Deckung. Du kannst halt eine Seite ausschließen, von der du angegriffen werden kannst. Ja, Und super das schlau. Witzige ist, wenn du jetzt kurz mal auf die Map gucken magst, du siehst, wenn wir entlang der Küste laufen, kommen wir automatisch in diese Safe Zone rein. Also Cool. man muss nicht immer dann einwärts laufen, sondern man kann tatsächlich sich auch an der Küste lang bewegen, um in die Safe Zone zu gelangen. Außerdem, wenn du sprintest, siehst du so eine Staubwolke, so eine Rauchwolke hinter dir her. Die wird relativ gut von weitem auch gesehen. Wenn du an der Küste langläufst, hinter diesem leicht abfälligen Gelände, dann verschwindet die da. Ne? Also dann kannst du nicht so schnell entdeckt werden. Ne? Das ist eigentlich auch nochmal ganz Sehr gut. schlau. Okay, also wir haben jetzt noch
Gut, 10 Sekunden, das heißt, wir brauchen jetzt nicht mehr schnell laufen, wir können jetzt anfangen zu schleichen. Wir sind ja praktisch fast da und jetzt uns mal kurz überlegen, wo wir uns verschanzen wollen. Geh du mal hier in den Busch rein Okay. und Ja, da ich lauern suche. einem immer Leute auf, ne? Das habe ich auch schon gemerkt. Also diese Büsche sind relativ gut, um sich da eine Deckung zu suchen. Man hat natürlich keinen Schutz vor Beschuss. Aber ich habe es tatsächlich, wie gesagt, schon erlebt, dass da die Gegner teilweise 1, 2 Meter an mir vorbeigelaufen sind und sie haben es einfach nicht gesehen. Also du bist da eigentlich relativ gut geschützt. Und was willst du jetzt noch weiter rumlaufen? Du bist bei der Safe Zone. Du könntest jetzt natürlich noch irgendwie nach anderen Waffen suchen. Das erhöht am einfach das Risiko, jetzt noch entdeckt zu werden. Wir haben eigentlich, jetzt sind erstmal gut ausgestattet. Wir haben Waffen, Verband haben wir. Ich habe sogar Granaten. Also man kann jetzt noch gucken, dass man noch irgendwie, was ist, noch ein Schild, noch eine Falle, noch eine bessere Waffe sucht. Aber ich denke, gerade am Anfang ist es wichtiger, ein bisschen defensiver zu bleiben. Zumindest ist das die Taktik, die ich verfolgt habe. Und die hat mich eigentlich auch, ja, dann immer relativ lange überleben lassen. Also erstmal das Risiko scheuen, nicht ganz so gierig sein. Man wird natürlich verleitet, wenn man irgendwo eine Kiste sieht, dass man sagt, so komm, das nehme ich noch mit. Und ja, da blinkt noch was, da muss ich auch noch mal hin. Das wahrscheinlich liegt in der Natur des Menschen. Aber lieber sich ein bisschen zurückhalten, defensiv sein. Du wendest ja quasi die Taktik von Dark Souls und Bloodborne auch hier an, weil da wird man ja auch für Bier relativ hart abgestraft. Und das kann man ja aber wunderbarerweise einfach mitbenutzen, ne? Diese Erkenntnisse, die man da damals gesammelt hat. Bei der Ja, das Platin-Trophäe stimmt. von Bloodborne. Das wird man ja, das macht man auch nicht über Nacht. Ja, also Platin-Trophäe für Bloodborne, das macht man definitiv nicht über Nacht. Das ist mit einer Menge Schweiß, Ärger und Nerven verbunden und sich Wollen wir die uns da. eigentlich gegenseitig mal so einen 3D-Drucker ausdrucken lassen und dann so mit so einem Platinüberzug so in die Wohnung hängen? Weißt du, wie so ein Bild. Ja. Ich lasse mir das auf den Unterarm tätowieren. Oder auch geil, auch geil. Okay, wenn du dir jetzt nochmal die Map aufrufen magst, dann zeige Ja. ich dir jetzt nochmal, was ich meinte, als ich gesagt habe, die Map wird an unterschiedlichen Punkten schneller bzw. langsamer klein. Wenn du auf die linke Seite siehst, siehst du, dass die Map relativ schnell, also die Map relativ schnell kleiner wird. Also die schrumpft relativ schnell, im Gegensatz zur Ja. rechten Seite, wo es relativ langsam passiert. Das heißt, wenn wir uns jetzt im Landesinneren befinden würden, Ich muss mal, und Entschuldigung, ich du muss mal hast kurz einen halt. neuen Busch suchen. Der Busch hier ist Ja. außerhalb des Dingens. Ich gehe mal gerade in diese Pflanze hier. Ja. Okay. Aber du meinst, dass es links, dass wir links mehr Platz haben, Landesinnere, als rechts, wo der Ja, ich Kreis. zeige dir das. Ja, ich zeige dir das gleich nochmal. Also, manchmal kannst du tatsächlich, also dann siehst du halt, wie hinter dir die Map wird halt kleiner. Du siehst es auch, wie die Wand hinter dir immer näher rückt. Du kannst aber davor weglaufen. Manchmal ist es schwieriger, weil die sich schneller bewegt. Manchmal ist es einfacher, weil sie langsamer ist. Das zeige ich dir gleich nochmal bei der nächsten Safe Zone, Ah, und deswegen was ich ist es damit jetzt auch meine. schlauer, an der Küste lang zu rennen, weil sie da auch langsamer ist. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wo die Safe Zones spawnen, sozusagen. Ob es schneller oder langsamer ist. Ich muss dir das Hier gleich ist nochmal, kann ich gleich nochmal. eine Rüstung drin, soll ich die mal nehmen? Also diese blauen. Ja. Hier ist so eine Kiste drin, soll ich die auch nehmen? Ja, klar. Ich höre sie Gib mir aber mal nur, ich glaube, kurz sie ist was. oben. Oder haben wir zu wenig Zeit? Ich glaube, noch geht's. Bandages. Ja, nix Dolles meiner Ansicht nach. Okay, ich habe immer das Problem, welche Waffe soll ich nehmen? Ich meine, man kann sich das ja mit Touchpad mal in Ruhe angucken, dafür haben wir jetzt aber, glaube ich, nicht die Zeit, ne? Ja, im Moment haben wir nicht so viel Nee. Zeit. Wir haben jetzt noch 1,20. Müssen uns ein bisschen ranhalten. So, das Jetzt Gemüse laufen wir bildet sich straight, schon. ne? Jetzt laufen wir nicht mehr an der Küste lang, nehme ich an. Naja, erstmal ist hier rechts der Berg. Da müssen wir natürlich irgendwie dran vorbeilaufen. Ah, Ich stimmt, werde hätte mich man schon gar nicht gleich wieder. geschafft, ne? Genau, bin ich gleich schon wieder Richtung Küste halten. Also die Karte sich Und schon zumindest sagen. angucken oder auswendig kennen, ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Ja, also das Gute ist halt, du kannst die Karte vergrößern und dabei trotzdem weiterlaufen. Das heißt also, es ist nicht so wie in anderen Spielen, du rufst die Karte auf und bleibst stehen, sondern du kannst halt weiterlaufen.
Und die ist ja auch sozusagen sichtdurchlässig ein bisschen. Du siehst ja auch noch, wo du hinläufst, ne? Also ist ja nochmal ein Ja. Vorteil. Das stimmt. Also man kann laufen Das und heißt also, gleichzeitig ich, Karte aufhaben. genau, das mache ich auch die ganze Zeit. Muss natürlich immer, geht immer zu ein bisschen zu Lasten, dass der Gegner mich jetzt entdecken kann und ich dabei aber auf die Karte gucke. Da vorne ist einer eliminiert worden, zwei sogar. Da ist jetzt immer ein bisschen Vorsicht geboten. Da könnte jetzt irgendwo hinter irgendeinem Baum, hinter irgendeinem Strauch, irgendwie jetzt das Duo hocken, darauf warten, dass wir die Sachen Ja, einsammeln. das Ne? ist Lassen wir natürlich das. super fies, ne? Das ist super Oh, fies, da wird aber. geballert links. Links wird geballert. Und Ja, wir haben okay, das das geht Problem, dass auch. die. Ich laufe mal schnell Ah, wir laufen. hinterher. Ja, laufen wir hinter mir her, wir laufen auch rechts. Boah, ich habe so. Und. Das Spiel ist aber sau spannend, ne? Das muss man einfach sagen. Das ist einfach richtig gut. Und das für gratis. Mein Okay. Gott. Gut, wir müssen nach. Oh, jetzt. Ja, wir müssen. Wir werden auch gleich, ich nenne das immer die Ideallinie. Die Ideallinie verfolgt ihr, indem ihr sozusagen dieser weißen Linie, die ihr da oben auf dem Bildschirm auftaucht, indem ihr dir straight folgt. Ne? Also. So, Nicht. jetzt haben wir die Ideallinie, ne, praktisch. Niemals durch den Sumpf laufen, verlangsamt euch wahnsinnig. So, und dann laufen wir rechts an dem Hügel vorbei. Ich kann schon mal so viel sagen, das wird knapp, aber wir werden vielleicht kurz geschluckt werden. Aber du siehst ja, die holen uns ja nicht ein, die Welt. Ne? Also klar, wenn wir bergauf laufen, sind wir ein bisschen langsamer. Das heißt, wir versuchen jetzt, die Hügel zu vermeiden. Da so ein bisschen drumherum. So. Aber wir werden es ja schaffen, tatsächlich. Das alles Ja, geht es natürlich. Oh, es da macht läuft sehr ein viel Spaß mit Gegner. dir zu spielen, weil du da trotz der Hektik Ruhe Okay, reinbringst. der Das ist ist sehr wurscht, gut. der ist wurscht. Ach, Scheiße. Der ist tot, da ist noch einer. Ich glaube, du kriegst ihn. Jo. Jawohl. Versuch mich mal schnell zu heilen. Das könnten wir noch Nein! schaffen. Kannst du mich heilen? Okay, Wird das können wir super schaffen, das knapp. können wir Wird schaffen. super Ja, knapp, David. Jetzt klebe ich vorm das schaffen wir. Bildschirm. 52, 50, 48 und renne. Gut, und jetzt laufen wir. Ah, lauf doch, Mensch. Ah, hier ist ein Sniper, hier ist ein Sniper. Nein, Ja, nein. lauf, lauf, lauf. Gut, und hier sofort Deckung suchen. Ich gehe hier in den Busch, weil ich muss Ach, mich jetzt scheiße, mal das ganz war schnell ich. heilen. Ja, ich muss mein Dingens hier nehmen. Der Gegner hat Gott sei Dank ein komplettes großes Medikit gedroppt. Das heißt, ich kann mich jetzt wieder auf 100% machen. Soll ich die Sniper mitnehmen oder den Raketenwerfer? Oder beides? Ne? Das ist eine gute Frage. Vielleicht nimmst du erstmal eins auf und guckst mal, wie viel Munition du da bekommst. Manchmal haben die da auch Sniper und dann hast du Neun, überhaupt gar neun keine im Chance. Raketenwerfer alleine. Ja, nimm mal den Raketenwerfer. Also das Ding hat, das ist wirklich brutal, das Teil. Da kannst du wirklich Oh, die Minuten in Bandages Richtung bitte für heilen. mich. Die Bandages, ich habe kaum noch was. Oder Ja, ist das nimm bei dir mal, auch so? nimm mal. Ja, nee, nee, nimm, 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 nimm. Ich möchte nämlich jetzt auch möglichst schnell hier weg, Alter weil Schwede, ey. Oh Mist, ist ich mir muss mich ja noch. jetzt zu heikel. Das heißt, ich suche mir einen Busch. Du, genau, verbindest dich. Das Gute ist, wir sind hier relativ nah an der Wand. Wand, ja. Da rechts von dir ist ein Busch, geh da mal rein. Ja. Rechts. Nee, den nicht, den nicht. Ich meinte eigentlich den großen. Ne? Genau, den meine ich, genau. Geh da Ja, ich mal bin drin. rein. So, jetzt will ich mal eben die Waffen sortieren. Das heißt, ich gehe ins Menü. Was will ich zuerst haben? Erstmal ein Sturmgewehr, ganz nach links. Danach hätte ich gerne die Sniper auf die zweite Position. Dann habe ich hier noch so einen Granatwerfer, der kommt auf die dritte Position. Nochmal ein Sturmgewehr. Vier und Granaten auf die letzte Position. Jetzt habe ich das alles schön im Menü geordnet, so wie ich es haben will. Immer mal prüfen, ob man nachgeladen hat. Haben wir, alles klar. Die Safe Zone ist praktisch direkt vor unserer Nase. Wir können eigentlich jetzt entspannt sein. Und jetzt zeige ich dir mal, was ich meine. Wenn du dir die Karte jetzt mal aufrufst, dann siehst du, dass die Safe Zone direkt vor unserer Nase ist. Verstehe, ja, verstehe. Wir haben hinter uns ist diese Wand, die ja gleich kleiner wird. Die wird hinter uns aber sehr langsam klein. Das wirst du gleich merken. Wir können da ganz entspannt vor weglaufen. Okay, mach mal. So siehst du ja, ne? Ganz, ganz easy. Ja, Die ist ja ganz ja. langsam, wird die kleiner. Wenn du dir die Karte aufrufst, siehst du, dass im Norden die Wand viel schneller klein wird. Das Da heißt, rennen die da müssen Leute die gerade, ne? Leute, da müssen sie rennen. Wir müssen es nicht, ne? Weil die halt relativ nah an der. Die wird halt gleichmäßig kleiner schon, aber
da wir jetzt ganz nah an der Safe Zone sind und die ja sozusagen zeitgleich die Safe Zone sozusagen erreichen muss, ist sie jetzt in dem Fall halt langsamer, diese Wand. Verstehe. Ich bin jetzt mal im Das Busch, heißt ne? auch, genau, das heißt, du kannst jetzt hier praktisch, ich kann jetzt, das zeige ich einfach mal, ganz entspannt vor dieser Wand langlaufen. Die Chance, dass hinter mir einer kommt, ist relativ klein. Ich brauche nicht zu rennen, brauche nicht aufzustehen. Ich kann relativ entspannt gucken, ob sich da vor mir im Vorfeld was tut. Du bist schon in Deckung. Ich suche mir hier diesen Busch. So, alles klar, wir sind safe. Das Erste, was ich mache, wenn sozusagen die neue Phase oder wenn die neue Phase sozusagen ansteht, gucken, wo ist die nächste Safe Zone, was haben wir für Deckungsmöglichkeiten, wie viele Gegner sind noch da? 10 Gegner noch, das ist eigentlich relativ wenig. Wir haben die Würdest du Safe jetzt, Zone was würdest du jetzt vollendet. sagen? Warten wir jetzt oder gehen wir links am Kreis lang? Ja, also da wir jetzt relativ nah an der Safe Zone dran sind, würde ich jetzt erstmal mindestens 30 Sekunden warten, bis die letzte Okay. Minute angebrochen ist. Ja, das ist Warum sollen gut. wir uns jetzt bewegen? Nee, du Ne? hast Also recht. wenn wir Glück haben, dann läuft jetzt einer von links nach rechts auch irgendwie an uns vorbei, den können wir jetzt schön wegballern. Wir müssen uns halt jetzt schon mal überlegen, wo wir hinwollen. Das heißt also, wir sehen ja da vorne ist so ein Holzhaus. Da könnte man schon mal in die Richtung gehen. Da könnte natürlich auch ein Gegner drin sein. Rechts von der Safe Zone haben wir eigentlich die größte freie Fläche. Das heißt, ich vermute, da sitzen auf jeden Fall noch Gegner. Es ist sau spannend. Und jetzt hat sich's ja schon wieder dezimiert. Okay, Um wir müssen einen, weiter. ne? Um Um einen. einen, Das kann genau. eigentlich nicht sein, weil wir sind ja nur Okay. Zweierteams. Wir müssen auf jeden Fall weiter. Das sind jetzt diese heiklen Momente. Wir müssen halt übers freie Feld. Nützt nichts. Ich verstehe das jetzt auch besser, weil so wie du spielst, wenn alle so spielen, dann bist du ja nirgendwo safe, weil dann wartet jetzt da drin einer, nur dass er den perfekten Schuss kriegt, ne? Auch selbst wenn er Klar. halt 2 Meter dran ist, dann machen die Shotguns auch mehr Sinn. Ja. Natürlich. Vorteil ist halt im Duo, du kannst mich im Zweifelsfall oder mein Partner könnte mich im Zweifelsfall noch raushauen, indem er einfach das Feuer auf den Gegner erwidert und der muss in Deckung gehen und dann habe ich tatsächlich noch Zeit, da auch irgendwas zu machen. Aber im Grunde ist das natürlich jetzt hier, so, jetzt müssen wir ein bisschen schneller sein, ein bisschen flitzen, aber wir sind ja gleich da, zack, aber wieder runter und schon sind wir wieder in der Safe Zone. Ja, das ist super. Also so zu spielen ist was ganz anderes, David. Hinter mir Das ist ist richtig, nichts. das ist richtig gut. Ich hoffe, dass, ja, dass hier auch nichts ist. Und wir gehen mal hier. So, hier sind wir eigentlich relativ sicher. Wir sind praktisch jetzt schon in der zweiten Safe Zone. Das Besondere ist jetzt, wir haben eine erhöhte Position. Das heißt, wir Das können ist hier ja nicht runter. saugut. Wir können eigentlich nur hier runter. Das müssen wir uns jetzt auch überlegen, was wir da machen wollen. Doch, komm mal mit. Komm mal mit. Also du Wir gibst müssen die hohe jetzt. Position jetzt hier auf. Da vorne sind rechts da, als ob da jemand getötet wurde. Ist das nicht ein super Magnet oder meinst du, die Leute sind nicht mehr so doof? Ja, also wenn du zu den letzten 10 kommst, da kannst du davon ausgehen, die Jungs wissen, was sie tun. Tue ich zumindest. Also vermute ich zumindest. Ne? Das Gute ist, hinter uns kann nichts sein. Wir haben es ja jetzt sozusagen alles im Blick gehabt. Es sind jetzt noch 8 Gegner. Weiß nicht, du bist oben auf dem Berg? Ja, ich bin in dem Busch hier. Okay. Busch. Der Nachteil ist jetzt, du musst halt runterspringen. Das ist das Problem. Du könntest dir jetzt auch anfangen, was zu bauen. Würde ich dir jetzt aber so nicht zu empfehlen. Das macht einfach zu viel Krach und zu viel Lärm. Können wir Da schauen, hinten ist hier einer, ist ne? jemand. Direkt Ja, im ich sehe da Nordosten. auch einen Sniper. Ich kann es versuchen, aber der wird wahrscheinlich nicht so. Da ist noch einer. Nee, aber lassen. Hast du geschossen? Ja. Ja, ich hoffe ja, dass rechts oben einer ist und dass der ihn erledigt. Hier links von uns wird Das wird es geschossen. wahrscheinlich auch. Ja. Also wir müssen auch gleich. Pass auf, soll ich einen Raketenwerfer draufsetzen auf den Jungen? Oder wir gehen hoch, die scheinen oben zu sein, hier links rum. Also ich habe einen Raketenwerfer mit 9 Schuss, soll ich einen machen oder nicht?
Dann gehe ich rum und, weil wir müssen jetzt eh laufen. Ja, du musst runterspringen, ne? Spring mal runter. Weil du kommst ja so Ich normal nicht mehr runter. hab ihn. Ich hab beide, glaube ich. Nein, echt? Was für Ja, ein guck geiler mal, Move. Mark, immer fair, ja klar. Das war ist Ja, sauber. Raketenwerfer halt. Okay, wir müssen. Komm mal, ich versuche jetzt mal was. Und zwar mich da Also jetzt doch derartig. laufen. Shit. Naja. Du bist. Ja, komm mal her, komm mal her. Alles gut noch. Bist du beschossen? Nee, ich habe jetzt einfach mal einen hochgesetzt. Also ich habe einen Raketenwerfer da oben hochgeschossen. Okay, super. Jetzt kommen wir da natürlich gleich nicht mehr hoch, ne, oder? Okay, wir gehen jetzt mal auf Angriff. Komm, wir probieren das nochmal. Scheiß drauf. Wenn die sich da jetzt verschanzen, Kommen wir da ich hoch? versuch's mal. Sollen wir nicht, Ich oder hab von zwei zwar. Seiten kommen? Sollen wir von zwei Seiten kommen? Ja, Ich können wir komme mal von der anderen? probieren. Ich Weil wir können uns eh nicht mehr. Nee, da kommen wir nicht hoch, oder? Oh, du Fox. So, warte mal. Ich versuch mal was. Alles reinballern, was geht. Ah, ich bin wieder runtergefallen. Nein! Ah, ich hab's leider nicht geschafft. Sie kommen, sie kommen. Einer kommt nach vorne, einer kommt nach Nein! vorne, einer kommt nach vorne. Hey, aber, ne? Ah! Platzierung deines Teams 2. Ja, Also, das waren die geil. letzten, ne? Geil. David, Ja. geil. Vielen lieben Dank, Also, ey. ja, gerne, Besser gerne. geht's ja, also doch, besser geht's gar nicht, ist natürlich gelogen, wir hätten noch Erster Weltkrieg. Wir waren aber so dicht davor. Und ich glaube, Ja. das lag natürlich an deiner taktischen Weitsicht. Muss Also man ganz klar sagen. die hatten jetzt den Vorteil, die waren in der letzten Safe Zone drin, die konnten sich sozusagen jetzt da so ein bisschen einkesseln. Wir haben es ja so gemacht, wir haben sie versucht auszuräuchern. Hätte auch klappen können dann mit deinem Granatwerfer oder mit der Panzerfaust. Das hätte jetzt auch klappen können. Die waren einfach jetzt ein bisschen besser. Okay, haben uns das am Ende ist es dann halt auch mal ein bisschen Glückssache. Aber gut, ne? Also 100 Leute, wir unter die letzten. Das also hat vielleicht einen kleinen Einblick geschaffen, ne? Wie man vorgehen kann. Auf jeden Fall. Und man merkt ja auch, wie gut dieses Spiel einfach ist. Ne? Ich meine, wir hatten jetzt hier, wie lange ging das jetzt? Nur 10 Minuten, aber wir hatten ja, fand ich richtig Spaß. Es war super intensiv die Zeit. Also mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Das Aber selbst wenn man nicht absolutes Erster wird, Potenzial ne? bei dem Spiel. Ja, selbst wenn man nicht Erster wird, also es hat einen relativ hohen Suchtfaktor, relativ schnell, es ist simpel gehalten, es funktioniert super, es ist ein klasse Aiming. Macht absolut Spaß und Bock auf mehr. Ja, besonders wenn man mit jemandem spielen kann, der das auch wirklich drauf hat. Vielen lieben Dank. Ich muss jetzt auch Ja, gerne. loshechten und die Kinder aus der Kita holen, weil so ist das ja leider im Erwachsenenleben, ne? Du kennst das ja gut. Ne? Sonst hätten wir deine Freundin Definitiv, noch fragen müssen, ob sie schnell noch rüberläuft und die ja. beiden holen. Wir müssen hier noch kurz ein Maki-Vor-Video aufnehmen. So, ich eile mal rüber. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.